Moin, kennt ihr das? Ihr wollt die Welt sehen, aber jedes Mal, wenn ihr euer Bankkonto checkt, merkt ihr, okay, das reicht gerade mal für eine Kanutour in der eigenen Stadt. Auf jeden Fall habe ich mich von einigen Projekten hier auf YouTube inspirieren lassen, wie unter anderem Trade Up von Dave, in denen Leute versuchen, mit wenig Mitteln ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das werde ich in dieser Projektreihe auch versuchen. Ich werde mich von einem Cent hochtauschen bis zu einer Weltreise. Als Ziel habe ich mir gesetzt, von diesem einen Cent zu 10.000 Euro zu kommen. Oder auf anderen kreativen Wegen diese 10.000 Euro zu erreichen. In der ersten Folge starten wir in Hamburg-Altona und werden versuchen, Passanten anzusprechen und gucken, ob diese bereit sind, uns irgendwas im Gegenzug zu diesem Cent zu geben. Viel Spaß bei dem Video. Entschuldigen Sie, darf ich Sie ganz kurz stören? Ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen. Und zwar von einem Cent will ich mir eine Weltreise ermöglichen. Ich wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen diesen einen Cent tauschen würden. Ich habe nur Kronen dabei. So Kronkorken oder irgendwas? Nee, dänische. Dänische? Können Sie dagegen tauschen? Nee, ich muss mal gucken, was ich habe. Ansonsten Kugelschreiber oder sowas würde es auch tun. So ein Wunsch. Wenn Sie das machen würden? Ja. Gerne. Vielen Dank. Schönen Tag wünsche ich. Darf ich Sie ganz kurz stellen? Ich versuche mich für ein Videoprojekt hochzutauschen. Ich wollte fragen, haben Sie irgendwas, was Sie hier gegen tauschen würden? Nee? Okay. Moin, Entschuldigung. Darf ich Sie ganz kurz stören? Nee? Okay. Entschuldigung. Darf ich Sie ganz kurz stören? Und zwar versuche ich mich für ein Projekt hochzutauschen. Und zwar von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei dieser Münze. Ich weiß nicht ganz genau, was das für eine Münze ist. Okay. Ich wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen diese Münze tauschen würden. Irgendwie ein Kugelschreiber oder ein Feuerzeug oder irgendwas. Feuerzeug nicht. Vielleicht habe ich einen Kugelschreiber. Aber nur so einen. Wenn Sie das machen würden? Ja. Ich den habe oder nicht? Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ja, viel Glück. Dankeschön. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Moin. Darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Entschuldigung. Darf ich Sie ganz kurz stören? Und zwar versuche ich mich für ein Projekt hochzutauschen. Ich habe bei einem Cent gestartet, bin jetzt gerade bei einem Kugelschreiber. Ich wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie entweder gegen den Kugelschreiber tauschen oder... Nein, nein, nein. Nee, okay, alles klar. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Moin. Darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Okay, alles klar. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Moin. Darf ich Sie ganz kurz stören? Moin. Darf ich dich ganz kurz stellen? Das Ding ist, ich glaube, mit diesem Kugelschreiber sehe ich so aus, als würde ich irgendwie so Umfragen oder sowas machen wollen. Moin. Darf ich dich ganz kurz stellen? Okay. Und zwar, ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zu einem, also bis zu einer Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesem Kugelschreiber. Ich wollte fragen, ob du mir diesen Kugelschreiber für einen Euro oder zwei abkaufen wollen würdest. Ich habe ja kein Kleingeld dabei. Ich habe immer nur eine Karte dabei. Oder ob du das gegen irgendwas anderes tauschen würdest. Feuerzeug? Feuerzeug wäre cool. Ja. Machen. Also es sei denn, du brauchst das Feuerzeug noch. Nee, ich hab zwei dabei. Ja, okay, dann perfekt. Geht dann. Okay, scheiße, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen. Scheiße. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Warte, ich kann dir was anderes, glaube ich, geben. Weird. Volumenpulver. Volumenpulver? Das ist für die Haare. Ich weiß nicht, ob ich das losbekomme. Nee, ist wert. Aber, okay. Also es ist safe, Mehrwert. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich die Hygiene... Ja, okay, stimmt, na gut, das kann ich verstehen. Ansonsten habe ich auch Karten dabei, vielleicht irgendwie eine... Einen Kaffee kann ich dir geben. Also ist halt nur in Lüneburg einlösbar. Ah, vielen Dank. Okay, dann bleibe ich erstmal. Ja, ich glaube, das werde ich. Sorry, ich habe nichts anderes. Ey, gar kein Problem. Also nicht dabei leider irgendwie. Aber trotzdem vielen Dank. Ne? Alles klar, viel Erfolg, ne? Jo, vielen Dank. Ja, gerne. Moin. Darf ich Sie ganz kurz belästigen? Nein. Okay. Schönen Tag. Mit. Entschuldigung, darf ich dich ganz kurz stören? Sorry. Kann ich Sie ganz kurz was fragen? Okay. Und zwar, ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zu einer Weltreise. Und okay. Bin gerade bei diesem. Viel Glück. Okay, danke. Entschuldigung, kann ich Sie ganz kurz was fragen? Sorry. Ich habe mir das auf jeden Fall ein Ticken leichter vorgestellt. Entschuldigung, kann ich Sie ganz kurz was fragen? Moin, kann ich dich ganz kurz stören? Ich habe leider keine Zeit. Okay, schönen Tag wünsche ich. Ja. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Nö. Moin, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Und zwar, ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesem Stift hier. Ich wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen den Stift tauschen würden oder ob Sie mir den Stift für einen Euro oder zwei abkaufen würden. Ach so, na gut, das können wir machen. Mal gucken. So, dann behalten Sie Ihren Stift. Okay. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag wünsche ich. Moin, darf ich dich ganz kurz... Okay. Okay, Notiz an mich selber. Wenn Leute gestresst aussehen, haben sie auch keine Zeit für mich. Okay.
sind jetzt bei 2 Euro und einem Kugelschreiber. Hole ich mir von den 2 Euro schon irgendwie eine Packung Kugelschreiber oder Streichhölzer oder versuche ich den Stift noch loszuwerden? Wahrscheinlich eher den Stift loszuwerden. Ja. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Also ich will Ihnen nichts verkaufen. Also eventuell. Also ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesem Kugelschreiber hier. Ich wollte fragen, ob Sie mir den entweder für 1 Euro abkaufen würden oder ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen diesen Kugelschreiber Geld tauschen würden. Ich habe aber jetzt auch nichts zu tauschen dabei. Also auch nicht so. Nee. Ja, wenn Sie nichts haben, ist auch gar kein Problem. Also. Nee. Sonst hätte ich jetzt fast gesagt. Habe ich auch nicht dabei. Nee. Sorry. Ja, gar kein Problem. Schönen Tag wünsche ich. Und eine Leckerlis helfen wahrscheinlich nicht. Die würde ich, wenn dann, selber essen. Moin. Darf ich Sie ganz kurz stören? Und zwar, ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesem Kugelschreiber hier. Ich wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen diesen Kugelschreiber tauschen würden oder ob Sie mir den für 1 Euro oder 2 abkaufen würden. Ich habe nichts zu tauschen und Geld habe ich auch nicht. Und Geld habe ich auch. Alles mit der Uhr. Okay, alles klar. Schönen Tag wünsche ich. Moin. Darf ich Sie ganz kurz stören? Nee, ich muss zur Arbeit, aber... Dann viel Spaß. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Ja. Und zwar, ich versuche mich von einem Cent bis zu einer Weltreise hochzutauschen. Ich bin jetzt gerade bei diesem Kugelschreiber hier und ich wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen diesen Kugelschreiber tauschen würden oder ob Sie 1 Euro oder 2 haben, um mir den abzukaufen. Nee, danke. Alles klar. Schönen Tag. Ja, aber ich meine, 2 Euro und ein Kugelschreiber sind quasi das 200-fache und ein Kugelschreiber. Moin, darf ich dich ganz kurz stören? Ich muss zur Arbeit, sorry. Okay, alles klar. Schönen Tag. Sorry, darf ich dich ganz kurz stören? Ich versuche mich von einem Cent bis zur Weltreise hochzutauschen. Ich bin jetzt gerade bei dem Kugelschreiber und wollte fragen, ob du irgendwas hast, was du gegen diesen Kugelschreiber tauschen würdest oder ob du 1 Euro oder 2 hast, um mir den abzukaufen. Sorry, tut mir leid, ich habe auch leider gar kein Bargeld oder alles so gut dabei. Schönen Tag, Kunst. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Ich versuche mich von einem Cent hochzutauschen bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei dem Kugelschreiber hier und wollte fragen, ob Sie entweder irgendwas haben, was Sie gegen den Kugelschreiber tauschen würden oder ob Sie 1 Euro oder 2 hätten, um mir den abzukaufen. Schauen wir mal, wie 1 Euro. Den kann ich nicht. Dann sage ich vielen, vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich. Ihnen auch. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Darf ich dich ganz kurz stören? Ich muss weiter. Okay, alles klar, viel Spaß. Darf ich dich ganz kurz stören? Nein. Okay, alles klar. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Achso, alles klar. Darf ich Sie ganz kurz stören? Auch nicht. Auch nicht, alles klar. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Nein. Darf ich dich ganz kurz stören? So. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz stören? Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Und zwar, ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesem Kugelschreiber und habe 1 Euro dazu. Ich wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen den Kugelschreiber tauschen würden oder ob Sie mir den abkaufen wollen oder ob Sie mir irgendwas für 1 Euro verkaufen wollen. Das ist eine interessante Frage. Den Kugelschreiber für 1 Euro? Ja, perfekt. Dann sage ich vielen, vielen Dank und viel Spaß damit. Ne? Schönen Tag wünsche ich. Okay, ich bin jetzt bei 4 Euro. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwas davon kaufen, was ich versuche zu verkaufen. Ich komme mal zurück. Also ich bin jetzt bei Kabelbindern. Die habe ich für 2 Euro gekauft. Da sind 180 Stück drin und dann habe ich noch 2 Euro so. Hier sind 180 Stück drin und wenn ich die Packung entweder für einen 10er oder so verkaufe oder jedes einzelne Kabelbinder für 50 Cent oder so, wäre das ja schon krass. Aber ich gucke einfach mal, was sich so machen lässt. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Auch nicht. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz belästigen? Eigentlich nicht. Eigentlich ungern, alles klar. Sorry, darf ich Sie ganz kurz stören? Ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei den Kabelbindern hier. Ich wollte fragen, ob Sie mir entweder einen Kabelbinder abkaufen wollen für 50 Cent oder so oder ob Sie irgendwas haben zum Tauschen. Moin, darf ich ganz kurz was fragen? Und zwar, ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen von einem Cent bis zur Weltreise und bin gerade bei den Kabelbindern hier. Ich wollte fragen, ob Sie mir irgendwas für die Kabelbinder geben würden oder ob Sie irgendwie mir einen Kabelbinder abkaufen wollen würden. Nein, brauche ich leider nicht. Okay, alles klar. Schönen Tag wünsche ich. Darf ich Sie ganz kurz stören? Nö. Und ich glaube, Kabelbinder war doch nicht so die geile Idee. Ich komme vor allem wieder übelst dumm hier durch. Ich glaube, ich muss die Packung wegtun und einfach das Einzelne rausholen. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören?
Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz stören? Und zwar, ich versuche mich für ein Videoprojekt hochzutauschen, von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesen Kabelbindern hier angekommen und ich wollte fragen, ob Sie mir entweder so einen Kabelbinderstrang oder so einen einzelnen abkaufen wollen würden oder ob Sie irgendwas haben, was Sie hier gegen tauschen würden. Kauf dir was ab, ich kann das überhaupt nicht gebrauchen. So, wollen Sie einfach so einen einzelnen symbolisch haben? Ja. Dann sage ich vielen, vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Okay, ein Kabelbinder für 1 Euro verkauft, also 179 sind noch da. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Was möchten Sie? Ich versuche mich für ein Videoprojekt hochzutauschen, von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesen Kabelbindern und wollte fragen, ob Sie mir einen so einen Strang oder so einen einzelnen für 50 Cent oder so was abkaufen würden. Wofür habe ich das dann? Einfach symbolisch. Das würde mir quasi helfen bei meinem Projekt. Müssen Sie aber nicht. Also, Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen, von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesen Kabelbindern hier und wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie gegen so einen Strangkabelbinder tauschen würden oder ob Sie mir so einen Strang abkaufen wollen würden. Oder ob Sie mir symbolisch irgendwie so einen für 20 Cent abkaufen wollen würden. Genau, ich wollte gerade sagen, also Kabelbinder sind ja immer so eine Sache, die fliegen ja irgendwie immer in den Haushalt hinein. Aber sind auch sehr nützlich natürlich. Genau, und ich kann die nicht ausstehen, weil man die immer so schwer aufkriegt. Aber ich kaufe dir 5 Stück für 1 Euro. Ab. 5 Stück für 1 Euro, das klingt sehr gut. Und das finde ich eine super Idee. Du willst eine richtige Welt, also richtig um die Welt herum. Genau, also mein Ziel sind von einem Cent bis 10.000 Euro und dann übernächstes Jahr mal für 2 Monate weg. Das ist kein Zeitdruck. Nö. Okay, machen wir das. Ja? Ja, das ist super. Soll ich Ihnen dann 10 Stück mitgeben? Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Alles klar. 2 Euro. Dann vielen, vielen Dank. Ja, toll. Ja, schön. Dann bedanke ich mich und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ja, dir auch und gute Geschäfte, gute Tauschgeschäfte. Danke. Nur Kabelbinder anzugeben, falls Sie einen Kabelbinder haben wollen. Aber. Ja, Manus Schwester hat immer Kabelbinder, weil denen die 8 ausgegangen sind. Ja. Ich finde das scheiße, wenn man Menschen foltert. Wenn man ihn androht, ich mach dich kirre oder... Das stimmt, das ist wirklich schrecklich. Ich bin unter Amtsvormundschaft, ich darf jetzt alles sagen. Ich sag dir mal Nordirland. Willst du mich provozieren? Ja. Du Schlampe kannst ja nicht mal ordentlich Kaffee kochen. Weißt du, was in Nordirland ist? Moin, darf ich Sie ganz kurz belästigen? Nee, alles klar, schönen Tag. Aber ich bin jetzt bei 6 Euro und habe noch ordentlich Kabelbinder. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Nein. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee. Okay, schönen Tag wünsche ich Ihnen. Moin. Darf ich dich ganz kurz stören? Digga, die wissen gar nicht, was sie für ein Geschäft verpassen. Kabelbinder 20 Cent, im Baumarkt zahlst du mindestens 30. Moin, darf ich dich ganz kurz stören? Und zwar, ich versuche mich hochzutauschen für ein Projekt von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesen Kabelbindern hier und wollte fragen, ob du irgendwas hast, was du entweder gegen die Kabelbinder tauschen würdest oder ob du mir so einen einzelnen Kabelbinder oder so einen Strang abkaufen wollen würdest. Ich kann nachsehen, ob ich etwas habe. Ja, gern. Ich glaube nicht, dass ich das tauschen möchte. Okay, ich habe leider nichts. Alles klar, schönen Tag. Gut. Moin, guten Tag. Darf ich Sie ganz kurz stören? Digga, ich will eigentlich 1 Euro will ich noch haben, weil dann bin ich bei 7 Euro, dann bin ich gut. Moin, einen wunderschönen guten Tag. Darf ich Sie ganz kurz stören? Danke. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Sorry. Okay. Moin. Moin, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Kein Interesse. Alles klar. Darf ich Sie ganz kurz was fragen? Moin. Darf ich dich ganz kurz was fragen? Und zwar, ich versuche mich für ein Projekt hochzutauschen, von einem Cent bis zur Weltreise. Alles gut, ja. Okay, schönen Tag. Danke. Moin, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee, danke. Moin, darf ich Sie ganz kurz was fragen? Ja, bitte. Und zwar, ich versuche mich hochzutauschen für ein Projekt, von einem Cent bis zur Weltreise. Ich bin jetzt gerade bei diesen Kabelbindern hier und wollte fragen, ob Sie irgendwas haben, was Sie entweder gegen so einen Strangkabelbinder tauschen würden oder ob Sie mir so einen Strang oder so einen einzelnen symbolisch abkaufen wollen würden. Also tauschen wüsste ich jetzt nicht. Was könnte man denn tauschen? Das Handy. Schlüsselbund. Handy würde ich nehmen. Kann ich mir vorstellen. Also noch einmal, was steckt dahinter? Also ich versuche mich hochzutauschen. Ja. Für ein Projekt von einem Cent bis zu einer Weltreise. Und wollte fragen, ob Sie irgendwas haben. Ja. Ein Kabelbinder? Ja. Für einen Fünfer? 10 neue kaufen. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ja. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Digga, ich bin jetzt einfach bei 11 Euro. Moin, darf ich dich ganz kurz stören? Eigentlich gerade sehr
klar. Alles klar. Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz stören? Nee, ich fahre nicht. Okay, alles klar. Schönen Tag wünsche ich. Also Fazit vom Tag 1. Ich habe jetzt noch so eine ganze Packung Kabelbinder und habe jetzt hier insgesamt 11 Euro und eine Quittung nach dem ersten Tag. Und mal gucken, was wir in der nächsten Folge damit machen. Ich habe überlegt, vielleicht können wir so einen Strang Rosen kaufen und dann hier als Rosenverkäufer durch die Stadt laufen. Aber ja, ich guck mal, was sich machen lässt. Ja.